Auch der Bruder von Staatssekretär Greichen hat einen lukrativen Job als Regierungsberater bekommen. Und Habeck selbst hat einen früheren Vertrauten und Berater Greichens, Christian Maas vom Hamburg-Institut, einen Abteilungsleiterjob in seinem Ministerium zugeschanzt. Und der Hintergrund ist auch der, das ist ganz interessant, dieser Christian Maas, ich habe das mir mal hier aufgeschrieben, schreibt für Greichen, damals Geschäftsführer der Lobbyorganisation Agora Energiewende, ein Papier, Agenda Wärmewende 2021. Und was steht da drin? Überraschenderweise, oh Wunder, die zentrale Forderung Gas- und Ölheizungsverbot. Tja, und ein Jahr später wird sowas in Gesetze hier gegossen und mündet in diesem Heizungsverbot-Gesetz. Und wenn man sich das mal so anguckt, ich fand das sehr erhellend, was die NZZ gemacht hat. Die hat das mal auf ein Schaubildchen dargestellt. Ich hätte mir das auch mal von deutschen Medien gewünscht, auch von ARD und ZDF, dass sowas mal aufgearbeitet wird. Aber so sieht dieses lustige Clan-Ministerium aus, wo alle irgendwie verbrüdert, verschwägert sind. Also wir haben hier oben drüber den Robert Habeck, dann haben wir hier den Greichen und da haben wir einen Kellner. Das ist der Schwager. Da unten sitzen irgendwie Geschwister, zwei Geschwister. Der ist verheiratet, auch nochmal mit der. Und dann hier ist noch ein Trauzeuge, der irgendwie bei der Deutschen Energieagentur der Chef werden sollte. Also wirklich unglaublich. In jeder anderen Bundesregierung vorher, früher, hätte so ein Minister sofort zurücktreten müssen aufgrund der Korruptionsanfälligkeit in so einem Ministerium. Und das ist ja nicht nur eine Korruptionsanfälligkeit und Interessenskonflikte, die dort entstanden sind. Sie sind ja wahr geworden, nicht wahr? Also aus diesem mit, sage ich jetzt mal, Öko-Lobbyisten zugestopften Wirtschaftsministerium, Energieministerium, dem jeder irgendwie miteinander verschwägert und verwandt ist, wird der Abbau der deutschen Industriegesellschaft von irgendwelchen kleingeistigen Ideologen, die teilweise auch gar keinen Studien- oder Berufsabschluss haben, beschlossen. Und da wird erstmal richtig die Axt an die bürgerlichen Lebensträume in Deutschland angelegt. Jetzt müssen die Leute, die ihr Leben lang auf ein Eigenheim gespart haben, in Wohnungen investiert haben, da ganz teuer alles rausreißen, das entwertet das Wohneigentum, das soll auf Mieter umgelegt werden, die können sich bezahlen, alle landen auf der Straße. Und ich kann Ihnen einfach nur sagen, wohin führt sowas, wenn sich das nachher kein Privater mehr leisten kann, ist es eine riesige geplante Umverteilung von einer Privatwirtschaft, von den Eigentumsrechten hin zu einer Staatswirtschaft. Da wird ordentlich zugegriffen und da muss man mal sehr genau hinschauen, wer sich da später die Taschen voll macht. Und ich finde auch diese ganze Kritik der FDP, wo ist sie eigentlich geblieben? Absolut heuchlerisch, hat im Kabinett für so ein unsägliches Gesetz gestimmt. Das muss man sich mal vorstellen. Auch hier braucht so eine Partei niemand mehr. Scholz müsste eigentlich durchgreifen. Wir wissen, er tut sowieso nicht. Er ist ja auch selbst belastet durch sein Comex und Warburg-Finanzskandal. Auch da wird nicht durchgegriffen. Er zieht selbst auch nicht die Konsequenzen. Also überall, wo sie hinschauen, ubiquitäre Interessenskonflikte, Vetternwirtschaft und noch ein interessanter Aspekt, auch aus der NZZ, habe ich auch nichts in der Deutschen Zeitung davon gelesen. Also die Grünen können ja eins richtig gut. Ja, sie können sich nämlich gegenseitig Jobs zuschanzen. Eben, also die freie Wirtschaft wird die Leute ja noch nicht mal mit der Kneifzange anfassen, verständlicherweise. Und darum hat man natürlich auch gleich so ein Ministerium ordentlich aufgebläht. Mitarbeiter des Hauses schätzen, dass mindestens 40 neue Stellen für Vertraute des Ministers geschaffen wurden, auch aus der NZZ. Also, liebe Leute, liebe Medien, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie das nicht so durchlaufen lassen. Und ich hoffe auch eben, dass dieses Gesetz über die Greichenpumpe, das ist ja keine Wärmepumpe, es ist eine Greichenpumpe, dass das gekippt wird und dementsprechend die Leute, die Bürger in Ruhe gelassen werden von so einer kurzsichtigen, wirtschaftsfeindlichen Politik. Ich bedanke mich.